Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Grozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Melanie Whittaker. Liebe Melanie, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Erzähl uns doch bitte, wer du bist und was du machst. Also ich bin Melanie Whittaker, ich bin Unternehmerin. Ich habe ein Unternehmen gegründet, das sich mit der Diversifizierung von Aufsichtsräten beschäftigt. Hintergrund ist, dass ich mir vor einigen Jahren gedacht hatte, ich möchte auch mal in einen Aufsichtsrat, und dann große Schwierigkeiten hatte zu finden, wo sehe ich diese Sachen ausgeschrieben, wie komme ich dahin? Ich habe ein riesiges Netzwerk und trotzdem weiß ich es nicht, und habe dann festgestellt, dass da sehr viel Intransparenz immer noch vorhanden ist, was die Besetzung von Aufsichtsräten geht, aber in allen Industrien, also angefangen von DAX-Unternehmen zu mittelständischen Unternehmen, aber auch in der Gemeinnützigkeit. Da würde ich gerne mehr dazu wissen. Also wie war das auf der Suche und was war da so intransparent? Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da anfange. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie die Situation war damals, als du angefangen hast. Ja, vielen Dank. Also meine Idee war gewesen, ich wollte gerne einen Aufsichtsrat, und ich wollte meine Expertisen, die ich mir über die vielen Jahre angeeignet hatte, gerne auch weitergeben oder in einem Steuerungsmodell, in einem Aufsichtsrat, in der Gemeinnützigkeit, vor allem die häufig auch gar nicht bezahlt sind, mich mit einbringen. Also auch wieder etwas zurückgeben. Und dann habe ich halt geguckt und habe gedacht, okay, wie macht man das jetzt? Und habe dann festgestellt, dass es dazu überhaupt keine Ausschreibung gibt. Und das ist aber komisch. Und dann habe ich ein bisschen woanders geguckt. Dann habe ich in England geguckt, da ist es etwas transparenter. Und dann habe ich viel auch international gearbeitet, habe dann in den USA geguckt, und da gab es auch nicht so ganz viel dazu. Und das hat mich gewurmt. Und es gibt so einen Satz, wenn dich etwas ärgert, das ist dann mit der größte Innovator. Und das hat mich geärgert, dass es da keine Transparenz gab. Und dann habe ich angefangen zu kratzen. Und dann habe ich festgestellt, wo es Daten gibt, das war hauptsächlich in England und in den USA, dass zum Beispiel in den USA bei den 20 größten Stiftungen vielleicht die nicht einmal die Hälfte sowas Ähnliches haben wie eine Gleichstellung, ne? Also Gleichstellung unter den Geschlechtern. Es waren irgendwie bei 6 gab es sowas Ähnliches. Von diesen 6 hatten 2 dann ausnahmsweise mehr Frauen als Männer, aber das waren, weil es weibliche Stifterinnen war. Und dann habe ich gedacht, das gibt's auch gar nicht. Also da muss man jetzt eigentlich mal was tun. Und dabei war eigentlich die Parität unter Mann und Frau nur die oberste Schicht. Wenn man dann weiter kratzte, wenn wir uns über Vielseitigkeit oder Vielfalt unterhalten, kommen da ja noch andere Sachen zutage. Und dann ist mir aufgefallen, dass es hier in Deutschland eigentlich gar keine Daten dazu gibt oder nur sehr wenige, oder die sich damit beschäftigen sich nur mit DAX-Unternehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir jetzt was tun. Und dann habe ich einen Co-Founder gefunden, der die gleiche Philosophie hatte. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und haben Designation One gegründet, um Unternehmen, aber auch einzelnen Personen die Möglichkeit zu geben, diese Aufsichtsratposten, vor allen Dingen auch in der Gemeinnützigkeit, publik zu machen und für Leute da gezielt nachzugucken und zeitgleich aber auch mit Unternehmen zu arbeiten, um sie darin zu beraten, was ein guter Aufsichtsrat ist, was gehört dazu, was bedeutet Governance, aber auch mit Firmen, um ihre Talente dahin zu bringen. Dass die einfach auch mal daran denken, dass sie auch eigentlich Aufsichtsratpotenzial haben. Also verstehe ich das richtig, dass das so ein bisschen so eine Art Recruiting ist auf beiden Seiten? Also dass du zum einen Unternehmen ausfindig machst, vielleicht führst du da, also vielleicht gibt es da eine Liste, die du dann führst oder so, die Aufsichtsräte haben. Dann guckst genau, wie sieht es da eigentlich aus mit der Parität, und auf der anderen Seite rekrutest du potenzielle Aufsichtsrätinnen, die dann auf die Stellen passen würden, und schaffst dadurch eigentlich so ein bisschen eine Transparenz. Richtig. Also wiederum, wir wissen es aus den USA und wir wissen es aus England. Also wir wissen, dass in den USA und England irgendwie zwischen 10 und 20% der Aufsichtsratsstellen publik gemacht werden.
Ja, und die restlichen sagen wir, geht eigentlich so unter der Hand oder durch, was wir im Englischen geschlossene Netzwerke nennen. Ja, jemand kennt jemanden, der ruft den dann rein oder die dürfen dann da rein. Und in Deutschland machen das natürlich schon auch die ganz großen Personalberatungsfirmen, die auch Aufsichtsräte besetzen. Die fischen aber, wenn ich das mal so sagen darf, alle im gleichen Teich. Für mich ist es aus außen immer so, also von außen sieht es für mich immer so aus, es war halt vorher mal der CEO und der ist jetzt in Rente und damit er irgendwie noch mitkriegt, was los ist, sitzt er jetzt im Aufsichtsrat. Ist das so? Das ist ganz häufig so. Und wir sehen das auch, dass in diesen Aufsichtsräten sehr häufig, ja, Männer dominant, viele ehemalige CEOs, aber dass wir gar nicht so richtig darauf achten, welche anderen Expertisen und Fähigkeiten brauchen wir eigentlich? Was ist eigentlich jetzt zeitgenössisch und nicht nur zeitgenössisch, sondern weil, wo geht eigentlich die Reise hin in der Zukunft? Ja. Und darauf wird noch gar nicht genügend geachtet. Aber da hast du vollkommen recht. Also dass der Eindruck bestätigt sich einfach, dass das so ist. Es war letzten Monat war es, glaube ich, ein großer Artikel im Handelsblatt, der die DAX-Unternehmen untersuchte und sagte dann, boah, toll, jede dritte Frau ist jetzt im Vorstand oder Aufsichtsrat, vielleicht auch beides. Weiter unten im Artikel stand aber, ja, jeder dritte Posten war aber auch eine Frau, die zurückgetreten ist. Es gibt in dem Sinne keine große Veränderung. Und das nächste ist, dass die größere Frage, die mich dann beschäftigt, warum treten diese Frauen wieder zurück? Also was muss sich auch ändern in einer Kultur, in einem Aufsichtsrat, dass die Frauen den Posten nicht wieder aufgeben? Vielleicht sind sie auch woanders hingegangen, vielleicht sind sie in einen größeren Aufsichtsrat gegangen für noch eine größere Organisation. Aber da schien mir jetzt eher Stillstand zu sein und nicht Bewegung nach vorne. Was wir auch sehen in 2026, das ist in 2 Jahren, müssen EU-weit alle DAX-Unternehmen 40% Frauen im Aufsichtsrat haben. Ja, der Aufsichtsrat, also die Aufsicht über alle hat. Und manchmal verwechseln wir immer noch den Vorstand und den Aufsichtsrat. Ja, der Vorstand ist operativ und führt die Geschäfte. Und da sieht die Frauenquote in Deutschland eigentlich weit ganz gut aus und nicht ganz so schlecht. Aber ich glaube, die liegt so knapp bei 30%. Aber in den Aufsichtsräten, die also die Vorstände beaufsichtigen und damit auch nach außen hin die Verantwortung nehmen für diese Unternehmen, da ist das irgendwo um 17%. Und jetzt habe ich dich richtig verstanden. Wir sind circa bei 17 und wir haben noch 2 Jahre Zeit, um bei 40% zu landen. Sehr schön. Dann möchte ich wissen, wie werde ich die nächste Aufsichtsrätin? Also ich brauche bestimmt eine gewisse Grundausbildung, dass ich überhaupt Aufsichtsrätin werden kann. Und wie kannst du da weiterhelfen? Ja, vielen Dank. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen. Gibt eine Möglichkeit, nochmal gezielte Schulungen zu machen. Für mich persönlich halte ich nicht so ganz viel davon, denn ich glaube, dass alle Frauen, Männer, die eine gewisse Erfahrung mit sich bringen, berufliche Erfahrung mit sich bringen, die schon mal ein Profit and Loss gemacht haben, die Budget entweder erstellt haben oder mit drauf geguckt haben, aber auch ihre eigenen Expertisen mitbringen, fähig sind, in einen Aufsichtsrat zu gehen. Der Aufsichtsrat ist die beste Schule, die man eigentlich haben kann. Keine Universität kann einem das beibringen, was man dort in einem Aufsichtsrat untereinander an Entscheidungen, an Voraussicht, an strategischen Überlegungen bespricht. Und ein guter Aufsichtsrat bringt auch all diese verschiedenen Expertisen zusammen. Ja, da ist dann ein Aufsichtsrat, der Finanzexperte ist und der andere ist aber eher für Digitales zuständig, der andere ist wieder eher CEO. Und das macht eigentlich den Aufsichtsrat aus. Was sehr hilfreich ist, ist, wenn man so ein Grundverständnis hat, was die Aufgabe eines Aufsichtsrats ist. Und das ist, was wir Menschen das Governing Body nennen. Also die Verantwortung, die ethische Verantwortung. Was sind die rechtlichen Voraussetzungen? Was sind meine Pflichten? Was sind meine Aufgaben?
Und das kann man, denke ich, in einem kleinen Kurs von einem halben Tag lernen. Und den bieten wir auch an bei uns. Also das andere ist für mich persönlich eher so ein bisschen Geldmacherei. Und das sage ich, weil gezielt bei diesen Kursen für Vorbereitung auf den Aufsichtsrat gezielt Frauen angesprochen werden. Und damit kommen wir wieder in diese Sache, dass Frauen, besonders Frauen, glauben, sie müssen jetzt nochmal ein Zertifikat haben. Das ist nämlich, das sehe ich auch so. Ich hätte jetzt wirklich durch meine Wahrnehmung, persönliche Wahrnehmung, hätte ich jetzt gedacht, es ist so eine, es gibt so eine Pflicht, wie soll ich sagen, eine Pflichtausbildung, die man mindestens mitbringen muss oder ganz gezielt sich vorbereiten muss auf so eine Aufsichtsratsrolle, weil ich das natürlich auch so wahrnehme von wahrscheinlich sind es auch Recruiting-Companies und so weiter, die das dann als Kurs vermarkten natürlich relativ hochpreisig, um die Frauen anzuziehen, die ja bereitwillig dann das auch bezahlen wollen, ja. Ja, also ich möchte das nicht ganz schlecht reden, es ist bestimmt nicht verkehrt. Und für die Leute, die glauben, dass sie das nochmal so für sich brauchen, dann sollen die das machen. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass ich mich mit einer Frau unterhalten habe letzten Sommer, die COO war, also Chief Operating Officer in einer mittelgroßen Firma in Süddeutschland. Die war so Ende 30, Anfang 40 und mit der sprach ich darüber. Und sie sagte, ja, aber ich glaube, ich bin noch zu jung, um in so einen Aufsichtsrat zu gehen. Die Angebot sagte, wieso glaubst du, dass du zu jung bist? Und wiederum, das Bild, das wir vor Augen haben, ist von einer Person, die jenseits der 50 oder sogar 55 ist oder 60 ist und viel Erfahrung hat und ergraut ist. Und dann kann man das erst. Und ich habe sie angeguckt und gesagt, du bist total an der richtigen Stelle, um jetzt nur in einen Aufsichtsrat zu gehen. Ich glaube, für die meisten Leute, oder das wäre mein Vorschlag, und ist, wenn man versucht, einen Aufsichtsratposten zu bekommen in einer gemeinnützigen Organisation, die sind nicht vergütet und man bringt seine eigene Expertise hinein, man gibt aber auch wieder zurück. Und man lernt wirklich sehr viel über die Pflichten und Aufgaben eines Aufsichtsrats, wenn man ja das so lernen möchte. Und das wäre eigentlich mein Vorschlag. Und das ist da auch, wo wir ansetzen mit unserer Organisation. Dass wir gar nicht unbedingt, was ich ein bisschen so scherzhaft mit den Heiligen Gral nenne, nämlich diese großen DAX-Unternehmen und die dann vergütet sind mit zigtausend Euros für den Aufsichtsrat, sondern sagt, okay, wie baue ich mein Portfolio auf, wie baue ich meine eigene Brand auf als Vorsitzender oder Aufsichtsratsmitglied. Und da fängt man an und dann suche ich mir beim nächsten Schritt eine größere Organisation. Und so baue ich auch meinen Lebenslauf auf. Das klingt für mich sehr spannend. Das heißt, ich bewerbe mich jetzt offiziell bei dir und du kümmerst dich drum und ich gehe dann in quasi in einer gemeinnützigen Organisation als Aufsichtsratspraktikantin erstmal in eine, so klingt es für mich, in eine unbezahlte gemeinnützige Organisation, um alles zu lernen, um dann im nächsten Schritt ein größeres, noch größeres und dann am Ende DAX-Unternehmen für mich zu gewinnen oder die mich gewinnen und wir dann da gemeinsam tolle Dinge auf die Beine stellen. Habe ich dich da richtig verstanden? Es läuft auf zwei Ebenen. Also einerseits ist es die Plattform, wo Stellen oder Möglichkeiten ausgeschrieben werden und Leute sich anmelden können. Das ist auf beiden Seiten kostenfrei und da geht es vor allen Dingen um die Transparenz. Ja, also wie schaffen wir die Transparenz dahin? Da können Leute gucken und da kann man sich direkt drauf bewerben auf die Stelle. Und die andere Sache ist, dass die Organisationen oder die Organisationen an uns herantreten und sagen, wir möchten wirklich unseren Aufsichtsrat hier für unsere Organisation gemeinnützig oder auch nicht gemeinnützig umstrukturieren, modernisieren, zeitgenössischer machen, diverser aufstellen. Wir wollen auch mal unsere Board-Praktiken überprüfen lassen und die würden uns dann dafür buchen. Und das machen wir dann mit denen. Da würden wir wie alle anderen Organisationsentwickler und Strategieberater reingehen und sagen, okay, das solltet ihr euch, sollte in eurem Aufsichtsrat geändert werden, so seid ihr effizienter.
Wen habt ihr noch nicht? Was ist zeitgenössisch? Was braucht ihr jetzt? Wo wollt ihr hin? Und dann setzen wir uns ein und suchen gezielt nach den potenziellen Aufsichtsratmitgliedern. Liebe Melanie, ich möchte nochmal auf dich persönlich zurückkommen. Was war bis heute in deiner Laufbahn eine Herausforderung, vielleicht auch gerade in dieser Sache, in diesem Unternehmen, eine Herausforderung, mit der du nicht gerechnet hast? Und wie gehst du damit um? Also eine Herausforderung für mich nach wie vor ist, wie zäh und wie träge gerade der gemeinnützige Sektor noch agiert, wenn es um diese Themen geht. Und da also ständig dran zu bleiben, zu sagen, es muss sich ändern, es muss sich ändern. Und von der Gemeinnützigkeit zu den anderen Unternehmen bis zu den großen Unternehmen zu sehen, das ist für mich, was ich gerade, ja, es ist eine Herausforderung, weil da sprachen wir vorhin drüber, 2026, es ist in 2 Jahren. In Human Resources Management Zeiten reden wir so, als wäre das in 2 bis 3 Wochen, bis man jemanden rekrutiert hat. Bei Aufsichtsräten ist es ja so, dass sie häufig gewisse Zeiträume haben, wie lange sie in so einem Aufsichtsrat sind. Manchmal ist es zeitlich begrenzt nach 4 oder 5 Jahren. Und das sind ja 2 mal 4 oder 5 Jahre. Und es dauert einfach 6 bis 9 Monate, jemand Neues wieder zu finden. Ja? Und dann, was wir auch bemerken, ist viele dieser Aufsichtsräte, also in allen Industrien, wir sehen auch schon häufig immer wieder dieselben Leute, die dort sitzen. Nein, in Amerika wissen wir, dass durchschnittlich in diesen Fortune 500 Firmen die Aufsichtsratmitglieder in mindestens 3 Aufsichtsräten sitzen. Und da sind die Gemeinnützigen noch gar nicht mitgezählt. Also in diesen, also das, ne, jeder, die können auch nicht auf allen Aufsichtsräten vertreten sein. Und deswegen sagen wir, eigentlich ist das in 2 bis 3 Wochen, ne, wenn man das vergleicht. Also wir müssen heute schon beginnen, daran zu arbeiten, dass man in 2026 soweit ist, dass man einfach auch diese 40%-Quote erfüllen kann. Ich finde, wir sind sogar schon zu spät, also wenn man all das betrachtet, also viel zu spät. Ich bin sehr gespannt, ob diese Auflage erfüllt wird. Also mir erscheint es sehr, wie soll ich sagen, ganz schön weit weg und nicht so leicht. Deswegen bin ich sehr gespannt, wenn wir da nochmal drüber sprechen, in einem Jahr, in 2 Jahren, was du dann sagst und wie sich das entwickelt hat. Hoffentlich richtig gut. Also an mir wird es nicht liegen. Nur, dass du es weißt. Kommen wir zu einem Erfolg, liebe Melanie. Was war für dich so persönlich ein Erfolg im Zusammenhang mit deiner Arbeit, wo du gesagt hast, wow, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist Durchbruch? Der Erfolg ist für mich mit Designation One noch nicht so zu bemerken, weil wir noch relativ früh dabei sind. Der Erfolg ist für mich momentan immer, wenn ich die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken kann und das Verständnis dafür schaffen kann und bemerke, dass sich etwas verändert in den Köpfen der Menschen, dass sie darüber nachdenken und dass sie darüber nachdenken, was auch Diversität bedeutet, nämlich außerhalb ihrer eigenen Denkweise, auf die wir zurückfallen. Ja? Also wenn wir alle die Augen schließen und sagen, wir stellen mir jetzt was Diverses vor oder einen diversen Menschen vor, haben wir irgendwas vor Augen. Dass das aber viel weiter ist als das, was wir uns vor Augen halten, selbst persönlich vor Augen halten, das ist eigentlich sehr wichtig. Und da diese Veränderung festzustellen, das ist für mich momentan der Erfolg. Aber in einem Jahr würde ich sagen, dass wir es geschafft haben, wirklich Transparenz zu schaffen und eine Menge X an Personen auch zu vermitteln. Und dass sich Organisationen auch dahin bewegen, dass sie sagen, wir brauchen mehr Transparenz. Oder wir nutzen Organisationen wie euch, die uns dabei helfen, uns zu diversifizieren. Kommen wir zur allerletzten Frage, liebe Melanie. Welchen Tipp kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, die dabei sind, selber eine Marke zu bilden? Das heißt, im Sinne von, in unserem Zusammenhang, sich als
Aufsichtsrat, Aufsichtsrätin erstmal potenziell zur Verfügung zu stellen. Habt keine Angst. Ja, habt keine Angst über das, was ihr könnt und was ihr wisst und über eure Expertisen. Die meisten Leute, die in diesen Aufsichtsräten sitzen, die haben absolut keine Ahnung von anderen Bereichen als von ihrem eigenen Brit, in dem sie so sind. Und für alle Aufsichtsräte ist es eine wunderbare Gelegenheit, auch mal außerhalb ihres eigenen Bereichs zu arbeiten und auch zu lernen und auch mitzulernen. Und versteckt euch auch nicht vor eurem Wissen. Das ist und kommt entweder zu uns, ja, meldet euch auf unserer Plattform an oder geht auch zu anderen großen Personalberatungsfirmen und sagt, hier bin ich. Ich bin bereit. 2026 kommen. Das ist meine Expertise. Und die bringe ich mit. Das würde ich sagen. Ja, überall. Und Fragen. Fragen. Immer im Netzwerk fragen. Eine andere Möglichkeit ist, um die Brand, um sich selbst auch aufzubauen, in die Möglichkeit zu gehen, Beiräte, Advisory Boards, in Startups mitzumachen, zu sagen, ich gebe euch schon mal meine Expertise, ich berate euch. Alles, was irgendwie hilft auf diesem Lebenslauf, was in Richtung Aufsichtsrat geht, wird bemerkt. Und was wir mal sagen, im Aufsichtsrat ist die Aufgabe nicht operativ. Also man nimmt die Hände raus, aber man bringt seinen Kopf rein. Man bringt es den Hirn rein und die Strategie. Und das ist ein wichtiger Schritt und eine wichtige Erfahrung. Vielen Dank, liebe Melanie, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.